Hallo, wieder einmal eine Legung, die wir euch heute vorstellen möchten, die wir zu zweit machen. Sie heißt nämlich Paartherapie und wird am besten als Paar gelegt. Jo. Sie eignet sich besonders gut dafür, wenn mal dicke Luft zu Hause ist, man irgendwie vielleicht auch auf den anderen ein wenig sauer ist oder die andere und das aber nicht so richtig benennen kann. Manchmal ist es ja so, dass man schwer ins Gespräch kommt, auch bei ganz normalen Alltagsproblemen. Auch dafür ist sie gut geeignet. Und man kann sich natürlich auch einfach mal so als Bestandsaufnahme die Karten gemeinsam legen. Das werden wir beide heute tun, glaube ich, denn im Augenblick das herrscht machen wir. nicht so ganz dicke Luft. Wir haben ja gerade ein Buch veröffentlicht und sind sehr zufrieden damit. Stimmt. Wofür ist die Legung eigentlich nicht so geeignet? Ja, also das ist eigentlich schon aus dem Titel oder den Namen der Paartherapie. Für Singles eignet es sich nicht gut. Okay, kann man jetzt sagen, Fünfer ins Phrasenschwein. Was wir auch immer benennen, ist der Schwierigkeitsgrad. Und hier würde ich doch 6, 7 nennen, denn dieses Legesystem, das spiegelt auch den Einzelnen sehr viel von sich selbst wider. Aber gehen wir jetzt gleich doch mal rein in die Legung, oder? Ganz genau. Ja, das Legesystem hat 7 Karten, beinhaltet 7 Karten, startet mit dem Signifikator und auf der Legeposition 3, 4 und 5 zeigt es die Person A. 4, 5, 6 und 7 den Partner. Wobei Position 2 und 5 jeweils die intellektuelle Phase anzeigt, einmal von der fragenden oder einer der fragenden Personen. 3 und 6 sind die emotionalen Hinweise oder Highlights. Und 4 und 7 sind die Basics, worauf die beiden bauen können. Also für Intellekt kann man vielleicht auch sagen, was man gerade denkt. Ja, oder das ist welchen. Für mich so, was ich gerade denke, ist nur eine Momentaufnahme. Aber wenn ich so für Intellekt, wenn ich das benenne mit Intellekt, dann zeigt es schon ein bisschen mehr. Mein mentaler Zustand? Das trifft schon besser, ja. Mhm. Und die anderen, die Emotionen sind natürlich was fühle ich gerade für so, den anderen. Genau. Ne? Ja. Also es geht immer in Bezug auf den Partner, wenn ich es richtig Korrekt. Verstanden habe. Genau, und die Basics, die Basis ist das, worauf wir uns innerhalb der Beziehung verlassen. Ja, oder worauf ich auch meine Beziehung eigentlich fußen sollte. Okay, dann bin ich jetzt ganz gespannt. Ich werde Folgendes vorschlagen. Ich werde jetzt die Karten mischen und ausfächern. Und dann bitte ich dich, dass du den Signifikator ziehst. Dann würde ich die 3 Karten ziehen für Intellekt, für Emotion, für Basis. Und dann ziehst du deine 3. Ist das so in Ordnung für dich? Ihr merkt, es sind hier zwei Menschen, die eine gesunde Beziehung haben, denn wir streiten uns nicht darum, wer den Signifikator zieht. Nee, das war von Anfang an klar. Aber dafür darfst du auch, weil du schon so eine wichtige Funktion inne hast, darfst du auch dann mir ein Stoppzeichen geben. Stopp. Danke sehr. Ja, ihr seht auch, ich kann es leider nicht so perfekt ausfächern, wie es Kirsten immer macht in ihren vielen, vielen Legungen. Aber ich übe noch. Gut, ich ziehe jetzt den Signifikator. Ja. Und der beschreibt, was gerade zwischen uns beiden Thema ist. Ne? Habe ich gemacht. Sehr schön. Dann würde ich jetzt die Karte Nummer 3 ziehen. Nummer 2 ziehen, Entschuldigung. Also dein Intellekt. Genau. Dann die Emotion. Und last but not least, die Basis. Gut. Und das mache ich jetzt auch. Ich nehme das hier mal ein bisschen zur Seite. Mein Intellekt. Emotion. Ja. Und Basis. Ja, dann drehe ich mal den Signifikator um. Ja. Das habe ich nicht schlecht gezogen, oder?
Also ich sag mal, weil ich bin ja mehr diejenige, die noch mehr lernt als du. Das Haus steht für mich eigentlich für die Basis und hat ja auch mit Arbeit zu tun. Und wir leben nicht nur zusammen, sowieso auch wenn kein Homeoffice ist, arbeiten wir immer zusammen. Wir arbeiten auch gerne an Büchern zusammen. Deswegen siehst du ja gerade dieses Video. Und für mich ist es erstmal eine sehr schöne Karte der Verbindung. Siehst du das anders? Nö. Würdest Also ich finde, du hast schon wunderbar aufgepasst, wenn ich hier die Videos mache, und ich finde, da gibt es nichts dran zu mäkeln. Das hast du sehr schön gesagt. Danke sehr. Ja, wie wollen wir es machen? Möchtest du meine Karten umdrehen und ich deine? Und dann sagen wir jeweils, was wir denken. Ja. Oh. Nee, 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 nee. Doch, gerne. Lass uns das ausprobieren. Ja, dann. Drehe jetzt mal dein Oh. Da bin ich ja ganz gerührt. Ja, kannst mal sehen, ne? Also, ich finde es sehr schön. Ich habe das Gefühl, dass mein Mann mich liebt, wenn ich diese Karte sehe. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass ich jetzt Angst habe, was bei mir liegt. Ja. Also ich würde sagen, von der Partnerschaft her bisher ist alles im Reinen. Also dein Intellekt ist gut auf mich ausgerichtet und fühlt sich wohl in der Partnerschaft. Oh. Gut. Oh, ich könnte stundenlang Ja, jetzt zuhören. schweige ich. Was fällt dir denn dazu ein? Ja, dass meine Gedanken liebevoll sind, dass ich hier auch die Chancen auch gebe, in dieser Partnerschaft liebevoll umzugehen und auch liebevoll zu denken. Sehr schön. Jetzt musst du die nächste Karte umdrehen. Ich, bei dir? Sehr gerne. Das ist live, ne? Das ist voll live, und ich finde das auch sehr schön, dass diese Karte jetzt bei dir bei den Gedanken liegt, denn hier haben wir ja auch die Chance, für mich heißt diese Karte nicht Heirat, sondern für mich ist das die Karte der tiefen Freundschaft. Und zwar der Freundschaft, wo ich weiß, die ist wahr, die ist anständig, die ist korrekt. Und diese Karte im Intellekt zu haben, ja, die ist mindestens gleich so schön wie die Karte Liebe. Ich finde auch, dass das wirklich super gut passt. Ich bin eigentlich so ein bisschen sprachlos gerade Oh, ich und nicht. finde, dass diese Karte halt nochmal ausdrückt für mich, dass wir sehr gut zusammenarbeiten und wir wissen anscheinend, ja, wie wir uns aufeinander verlassen können. Ja. Ne? Jetzt ist es natürlich blöd, ne? Weil jetzt noch zu toppen. Es gibt nicht mehr so viele gute Karten im Deck, ne? Ah, das stimmt nicht. Okay, aber ich bin jetzt ganz mutig und Aha. schaue, welche Emotionen mein Mann für mich hat. Oh, ne? Wann hast du die gezinkt, Nee, Karten? nee, nee, es gibt nur 36 gute Karten. Ja, Ja, das jetzt ist. bin ich neugierig, was du da raushaust. Also, ich finde, die Karte ist der Heirat nicht Der unähnlich. Burner. Ne? Sondern es ist eher eine Karte, die sagt, dass ich einfach mich, ja, ich bin fröhlich. Ich habe das Gefühl, Ich, das ist ja, meine ich bin Seite. in dich hineingegangen jetzt Ja, gerade, ach um so, diese Karte zu ja, verstehen. verstehe. Also, mein Mann ist fröhlich und genießt die Zeit mit mir. Voller Emotionen. Immer. Oh, so schön. Ganz Mein schön. Schatzi. Ja, jetzt wird es ein bisschen gruselig wieder. Ja. Ah. Bei der Emotion ist die Karte Traurigkeit. Und für mich ist Traurigkeit, für mich ist die Beschreibung, wir haben ja sechs verschiedene Sprachen auf den Karten, für mich ist Tristessa die bessere Umschreibung. Denn dieses Italienische zeigt das schon, wo es eigentlich hingeht. Ich bin nicht mehr dieses Hurra, ich bin nicht dieses völlig
kindliche Ausgelassenheit, sondern ich habe schon eine Reife erwirkt in meiner, in meiner Beziehung, in meiner Emotion, die mir auch zeigt, es gibt auch mal andere Momente. Und nicht nur immer das Hurra, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern das Leben ist nun mal nicht immer nur happy und lustig. Und das gehört eben auch dazu, dass man nicht nur eben fröhlich ausgelassen ist, sondern dass man sich auch mal erlaubt zu sagen, Moment mal, jetzt cool man mal runter und es gibt vielleicht Momente, da ist es unschön. Aber deswegen bricht die Welt nicht zusammen. Und das finde ich auch deswegen so schön nochmal auf der Karte gezeigt mit diesen beiden Säulen. Ja, die sind grau. Sind nicht weiß und schwarz, sondern sind grau. Da ist auch schon der Hinweis, ich habe Lebenserfahrung und nicht immer hängt der Himmel voller Geigen. Ja, es ist ja auch so, wie wir funktionieren. Also du bist ja eher immer der Optimist in unserer Beziehung und ich bin eher immer die Pessimistin. Ich finde, das sieht man da auch ganz schön, ne? Und ich bin ja auch jemand, die sich gerne mal zurückzieht und so eher so auch dann alleine so ein bisschen vor sich hin träumt. Das sehe ich auch in dieser Karte, ne? Das ist definitiv auch drin. Und du bist eigentlich lieber gerne immer Ja, du hast mich zusammen. auch mal freundlich bestimmt als die Rampensau bezeichnet, ne? Ganz Was ja genau. auch dahin geht. Darum bin ich jetzt neugierig, was du denn zu der Karte sagst, wenn sie denn umgedreht wird. Ho, 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 ho. Ist das echt unglaublich? Ach. Oh Mann. Darum liebe ich Live-Videos. Also So die schön. Beständigkeit ist die Basis, das würde ich sagen, dass ich nicht so schnell mit einem Brief vom Anwalt bezüglich einer Scheidung rechnen muss. Das wäre jetzt meine Interpretation. Also es hat eher was von, dass er ist gekommen, um zu bleiben. Yes, that's true. Und ein anderer Spruch, der von den Mantikern geprägt wurde und wird, und ich hoffe auch noch lange werden wird, never give up. Und dieses never give up ist auch hier drinnen. Ja? Dieses Vertrauen auf sich selbst, dieses Vertrauen auf uns und diese unabänderliche Lust, immer wieder neue Dinge zu machen, wie jetzt auch zum Beispiel, dass wir uns erlaubt haben, eigentlich nur 50% unseres Wissens im Buch zu veröffentlichen und euch da draußen die anderen 50% zu geben, indem ihr die Videos, indem ihr unseren Blog lest. Und auch das steckt hier drinnen in dieser Seite. Ja, die letzte Karte. Ja, die letzte Karte. Tada. Ja, diese Karte Hoffnung zeigt Kirsten wieder. Und zwar ihre Basis, wenn man so will, ihr im Außenwesen, ihr Gesicht nach außen. Also diese Hoffnung. Und ich glaube, das macht sie auch als Beraterin aus mit dem Medium Karten, mit dem Medium Astrologie. Dass, wenn man zu ihr kommt, dass sie uns Hoffnung zeigt. Dass sie den Klientinnen, den Klienten Hoffnung zeigt. Auch, dass sie bei uns auch immer wieder, auch wenn sie in ihrer Emotion ein bisschen zurückhaltend ist, dass sie schlussendlich sagt, okay, was ist die Sache? Das ist ja gar nicht so schlimm, denn hier wäre eine Möglichkeit, hier wäre eine Lösung. Komm, träum nicht, sondern geh raus, werde aktiv, zeig dich, das ist nicht verboten. Und darum, ich finde, das zeigt dich, das ist eigentlich die ideale Karte. Das ist die Karte, die dich repräsentiert. Du gibst nicht nur anderen Hoffnung, sondern du gibst auch immer wieder dir selbst Hoffnung. Du sagst, ja, okay, jetzt habe ich wieder so einen doofen Brief von bekommen, aber ich ärgere mich zuerst mal tierisch, aber dann habe ich die Hoffnung, dass ich mit klugen, ruhigen, gesetzten Worten zeige, so geht's nicht. Oder das ist meine Position so. Und das ist in dieser Person drinnen, die fest verankert ist, aber die gleichzeitig sich erlaubt, für die Zukunft Rosen zu streuen. Das zeigt dich wunderbar. Ich glaube, das ist die beste Karte, die dich repräsentiert im Außen. Ja, es ist auch eine Basiskarte, ne? Weil ich stehe ja quasi auf der Erde mit diesem Anker, wie du gerade beschrieben hast, aber
Im Hintergrund sieht man ja Schiffe und Ja. Beweglichkeit und dieses Gefühl von, man kann weg und wieder zurück und das ist alles in Ordnung. Und ich finde es auch einen schönen Kontrast zu dieser Traurigkeitskarte, ne? Das eine mit diesem gesenkten Kopf, das andere mit dem erhobenen Kopf. Also auch wenn ich jetzt überhaupt nicht Karten legen könnte, ja, finde ich, ist das eine sehr sprechende Legung. Ich schalte jetzt noch mal hier. Nee, ich würde dich bitten, dass du es noch mal kurz lässt, denn nur damit ihr seht, wir haben wirklich alle Karten im Deck drinnen gehabt. Also nicht, dass ihr das Gefühl habt, hurra, die Mantika, ne, die machen das. Nee, also wir arbeiten hier ethisch korrekt. Ja, das machen wir sowieso. Also ich muss sagen, das war jetzt doch ganz schön emotional. Also ich finde, ihr habt vielleicht mitbekommen, dass diese Legung sehr intensiv sein kann, auch wenn man gar keine Frage hat und eigentlich keine Probleme. Ich finde, wir haben das auch bewiesen mit dieser Legung, dass es Ja. eigentlich im Hause Buchholzer ganz gut funktioniert. Ja. Und Bin sehr probiert zufrieden mit deinen Karten. ja, probiert es doch einfach mal Ja. selbst aus. Ich glaube, ihr könntet ebenso viel Spaß haben wie wir. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns doch, welche Erfahrung ihr gemacht habt mit den Karten, welche Ergebnisse ihr gehabt habt. Wenn ihr da vielleicht den einen oder anderen Fragen oder Fragezeichen in den Augen habt, scheut euch nicht, schreibt eine E-Mail, wir helfen da gerne weiter, denn wir finden, das ist in dem Moment dann wirklich wichtig, dass ihr von uns Feedback bekommt. Gut, dann würde ich sagen, für heute machen wir jetzt erstmal wieder Schluss. Ja, und danke für eure Aufmerksamkeit und habt weiterhin viel Spaß mit den Orakelkarten.